Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, in diesem Video zeige ich euch, wie ich jetzt hier bei Bernds Donnerstadt die Pickups austauschen werde und auch, wie ich das ganze Innenleben dann nochmal vernünftig abschirmen werde. Also bleibt kurz dran, wird interessant. Okay, bevor ich jetzt hier das Pickup abschraube mit den Tonabnehmern, müsst ihr natürlich erstmal hier hinten das Massekabel lösen, was hier normalerweise an der Federkralle angelötet ist, damit ihr das Pickup auch vernünftig rauskriegt. So, und bevor ich jetzt das hier abmache, mache ich jetzt erstmal hier die Buchse lose und mache da die beiden Kontakte ab, damit das Pickup dann auch vernünftig rausnehmen kann und vernünftig dran arbeiten kann und ihr nicht hier versehentlich noch irgendwelche Macken oder Kratzer oder sonstiges in den Korpus mache. Na, also, das überspringen wir jetzt mal ganz kurz. So, die Eingangsbuchse ist ab. Und damit ich später dann auch wirklich weiß, wo was hinkommt, mache ich mir den heißen Kontakt einfach mal mit einem Marker rot, ja, nur damit da hinterher keine Verwechslung gibt oder so. Im Prinzip kann man sich auch ganz einfach merken, wenn ihr hier guckt, das hier ist der Masseanschluss, also da wo, also quasi so der obere, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, keine Ahnung, aber ihr seht es ja, also das hier heiß und der da drunter ist, der quasi hier zwischen diesen Ringen ist. Das ist euer heißer Anschluss. Die Kabel, die sind in der Regel, man sieht es, schwarz und weiß. Ja, und jetzt brauche ich im Prinzip nur die Schrauben hier lösen. Und ein kleiner Tipp, wenn ihr eure Gitarre zerlegt, nehmt vorher irgendwie so eine kleine Box, irgendwie sowas hier und packt die alle Teile einfach da rein. Na, dann braucht ihr keine Angst haben, dass ihr mal irgendwie was verliert oder so. Ne? Also so, machen wir direkt mal weiter. Gut, Schrauben sind soweit alle ab. Die Knöpfe mache ich, glaube ich, auch schon mal ab. So. Ja, und jetzt einfach gucken, dass man hier die Kabel mitzieht. So, und jetzt hat man die ganze Elektronik hier schon mal in der Hand. Und was mich jetzt persönlich ein bisschen überrascht, hätte ich jetzt gar nicht damit gerechnet, ist, dass diese Fläche hier tatsächlich schon abgeschirmt ist. Ja, das ist ja schon mal schön, dann haben wir schon mal so ein bisschen Kupferfolie gespart. Aber hier ist mal so gar nichts abgeschirmt und das werde ich dann alles nochmal komplett mit doppelseitig Leitner Kupferfolie auskleben. Die haben so ein bisschen geschlampt beim Polieren, aber das ist jetzt nicht weiter tragisch. So, ja. Okay, den Body, den brauche ich jetzt erstmal nicht, deswegen packe ich den jetzt erstmal hier beiseite. Kommen wir gleich zu. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt hier quasi unsere beiden Tonabnehmer. Der Bernd hatte mich gefragt, wie die mir so klanglich gefallen haben. Ich sag mal so, auf den ersten Blick jetzt, als ich das erste Mal gespielt habe, fand ich sie gar nicht mal so schlecht. Aber als ich sie dann hier mit meiner Strat verglichen habe, die jetzt hier ein Nico 5 Vintage Tuner drin hat. Ach, Tuner. Pickups drin hat. Na gut, der ist scheiße, der ist ein EMG HZ. Also, klang doch ein bisschen besser. Das heißt besser, also ist ja immer relativ. So ein bisschen wärmeren Klang gehabt. Ja, und wir haben jetzt hier auch relativ günstige Single Coils.
Ja, da kennt man meistens schon daran, dass der Magnet hier hinten einfach nur aufgeklebt, ach, hier einfach nur der Magnet aufgeklebt ist. Und die Polpieces selber, die sind quasi nur Stahl, aus Metall, und werden quasi hier durch diesen Magneten magnetisiert. Bei Bernds Pickups zum Beispiel, ja, komm, da sind die Polpieces selber der Magnet. Und bei meiner, die ich da unten habe, auch ebenfalls. Da merkt man schon einen Unterschied. Also, zumal, ich glaube, das sind auch nicht gerade die besten Magneten. Aber ich sag, die sind jetzt aber auch nicht völlig scheiße, diese Pickups. Ja, also, kann man ruhig durchaus benutzen. Also, sind schon okay. Die sind auch, der ist sogar reversed. Das heißt, wenn ihr hier in Schalterposition 2 und 4 seid, dann habt ihr dann nicht so ein ganz so krasses Brummen, als wenn ihr die alleine schaltet. So, ich hatte auch schon günstige Strats, wo das nicht der Fall war. Da war der eigentlich genauso gewickelt und wie der hier und also genauso gepolt. Und da hat es wirklich in jeder Stellung gebrummt wie Sau. Ja, und ja, hier haben wir den Push-Pull-Poti. Ich habe die Leute hier angeschlossen. Ach so, hat er das angeschlossen. Okay. Das muss ich auch erstmal gucken. Ja, okay. One eternity later. So. Wenn ihr jetzt bei eurer Strat die Pickups tauschen wollt, dass das eigentlich die sicherste und einfachste Methode ist, wenn ihr erst einen ausbaut, guckt, wo der hier angelötet ist und dann zumindest was hier die heißen Drähte angeht, also der rote, der wäre jetzt hier an dem Kontakt hier ist der mittlere, ja, und hier ist der Humbucker und nochmal das Kabel zum Tonpoti. Ist ja nur vieradrig. Das ist ja strange. Also der Humbucker, der hier drin ist, ein bisschen strange, aber das bisschen komisch, weil normalerweise sind zum Splitten immer zwei Kabel, die dann hier an den Push-Pull-Poti gehen. Hier bei dem ist es nur ein Kabel. Ich habe jetzt hier die zwei Masse und den heißen und mehr Kabel sind hier gar nicht. Also während der hier fünf Kabel, fünfadrig ist, also hier einmal die normalen vier in Farbe und dann gibt es ja hier einmal noch die Ummantelung. Die wird ja zusammen mit der Masse, was hier bei dem hier das Schwarze ist. So, die kommen, würden dann so an die Masse kommen. Der Grüne ist hier in dem Fall der Heiße. Der kommt auch an den Schalter. Und die beiden werden zusammen verlötet und kommen dann hier an den Kontakt in der Mitte, wo jetzt nur ein Kabel ist. Fragt mich nicht, wieso da jetzt nur ein Kabel ist. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Also normalerweise sind es dann immer ein paar mehr. Na gut, kriegen wir aber hin. Das sollte jetzt erstmal nicht das Problem sein. Ja, ich fange jetzt hier erstmal mit dem Neck-Pickup an und das ist der hier. So. Machen wir den erstmal lose. So, der ist jetzt schon mal los. So, dann schauen wir den jetzt. Also passend tun sie schon mal. So.
So, das ist am nächsten schon mal ganz praktisch. Die Schrauben da nicht mal rausfallen, wenn man das mit Gummis macht. Ja. So, jetzt fest. So, ich schraube den jetzt erstmal nur provisorisch hier fest. Ja. So, und jetzt. So, hier nur noch. Da dran. So, dann schon mal ab. So, und so. So, noch schon mal den ersten. So. So, Nummer 1 ist schon dran. Ja, da ist natürlich jetzt hier ein ziemliches Kabelgewusel. Zack. Ach, der ist noch dran. So, auch ab. So, machen wir hier dran. Okay, nur das. So. Ja, jetzt hatte ich dann so einen kleinen Schreckmoment, weil die Schrauben von dem alten Humbucker, die passen nicht in die Bohrung für die Seymour Duncans. Und zum Glück habe ich dann einfach nochmal das Päckchen vom Bernd hier von diesem so ein bisschen auseinandergenommen und dann festgestellt, weil eigentlich waren ja nur die Tonabnehmer auf den ersten Blick zu sehen, dass hier unten noch so ein bisschen Ersatzteile dabei sind und auch zum Glück genug passende dünne Schrauben. So. Nochmal Schwein gehabt. Weil ich habe nämlich jetzt momentan hierfür gar keinen Ersatz hier. Das wäre jetzt ein bisschen blöd gewesen. So, ist natürlich wieder alles magnetisch. So, den lassen wir hier. So. Jetzt sag nicht, der passt nicht. Ja, was soll ich euch sagen, Leute? Der passt tatsächlich
nicht ins Pickard. Da fehlen echt so ein paar Millimeter. Ja, da werde ich dann mal jetzt eben schnell draußen so ein bisschen was wegdremeln. Ja, ich gucke. Geht leider nicht anders. Ja, ich habe jetzt hier noch ein bisschen was weggedremelt von dem Pickard. Oder wie man bei uns im Ruhrgebiet so schön sagt, was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, passt jetzt. War immer noch ein bisschen eng, aber ich will auch nicht zu viel wegnehmen, sonst ist nämlich hinterher da, wo die Lochbohrungen sind, das wäre dann auch nicht so gut. So, nehmen wir den erst noch. Jetzt geht das Gefriemel nämlich mit den Federn wieder los. So, Schraube. Finde ich ja schon mal gut, dass bei den Schrauben die Federn nicht so extrem lang sind. Das ist schon mal deutlich besser. Also da hat mal wieder ein bisschen einer mitgedacht. Man muss ja noch nicht, wer weiß, wie lange Federn immer benutzen, die einen ständig wegspringen, wenn man versucht, da irgendwie wieder reinzukriegen. So. Was habe ich denn jetzt hier? So. Das wäre es jetzt noch gewesen, wenn ich da jetzt irgendwie Kabel. Ja. Sieht schon ein bisschen anders aus, ne? Das sind natürlich weiße Knöpfe. Müsste man eigentlich gegen schwarze. Ich glaube, ich habe sogar schwarze Knöpfe nur hier. Ja, das machen wir dann auch. Mal schwarze Knöpfe drauf. So. Ja, jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, ob das auch tatsächlich hier so eine Simo-Duncan-Verkabelung ist. Ja, gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Weil diese Verkabelung hier, das ist wahrscheinlich für die Kloppmanns. Die haben zwar die gleiche Farbe, aber das ist trotzdem unterschiedlich. Weil hier bei den Seymour Duncans ist es nämlich ein bisschen anders. Da ist der schwarze der heiße Draht. Der grüne ist Ground. Und rot und weiß kommen zusammen. An den Pushpull-Poti. Was hat denn jetzt hier von der Länge her? Da muss ich dann noch ein bisschen was abisolieren. Ne, da muss ich noch ein ganzes Stück abisolieren. Also hier so eine OP-Zange. Ist echt nicht verkehrt beim Löten. Besser als eine Pinzette. So. Ja, wenn ich jetzt hier keinen Mist gebaut habe, sollte jetzt eigentlich alles funktionieren. Ja, ich habe jetzt hier mal das komplette Innenleben mit Kupferfolie ausgeklebt. Die ist beidseitig leitend, beziehungsweise hat leitfähigen Kleber. Und das heißt, man kann ruhig ein bisschen stückeln, man muss die ganzen Teile jetzt hier nicht irgendwie zusammenlöten, wie das jetzt bei normalen Kupferbandfolie der Fall wäre. Ja, hier habe ich dann noch so Überlappungen gemacht. Hier auch noch so ein bisschen. Also man muss nicht den kompletten Rand hier irgendwie überlappend haben. Das ist nicht nötig. Man muss halt nur gucken, dass man so ein paar Stellen hat, damit hier die Verbindung mit der Abschirmung auf dem Pickard gegeben ist. Und ja, diese Alufolie, die hier drauf klebt, die leitet zwar auch und die hat auch hier beide miteinander Kontakt. Das habe ich schon mal nachgemessen.
Die leitet aber nicht besonders gut, ist mir mal so aufgefallen. Also so Kupferfolie ist da doch schon wesentlich besser. Aber sollte jetzt trotzdem erstmal reichen. Und wie gesagt, dann hat hier die Folie damit Kontakt und dieser faradäische Käfig ist dadurch dann quasi geschlossen. So, die Eingangsbuchse selber, die habe ich jetzt nicht abgeschirmt. Mein Gitarrenbauer sagte auch, das brauchst du nicht unbedingt. Nur wenn man es macht, muss man zwei Dinge beachten. Erstens, dass wenn ihr das hier auch mit Kupferfolie ausklebt, dann müsst ihr auf jeden Fall noch eine Masseverbindung herstellen zu der Kupfer, zu dem Fach hier. Also die beiden Fächer, die müssen dann miteinander mit einem kleinen dünnen Kabel oder Draht verbunden sein. Also ihr könnt auch ein Stück alte E-Seite nehmen, das reicht vollkommen. Und ihr müsst auch aufpassen, dass wenn ihr dann die Eingangsbuchse wieder dran macht, dass euer heißer Draht keinen Kontakt hier zu dieser Abschirmung bekommt. Weil dann habt ihr da quasi einen Kurzschluss und dann kommt kein Signal mehr durch. Ja, und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich es gelassen habe. Bei meinen anderen habe ich es gemacht und da hatte ich genau das Problem, dass wenn ich dann so ein bisschen am Stecker oder am Kabel gerüttelt habe, dass dann immer so Kontakt zu der Abschirmung auf einmal entstanden ist und dann immer das Signal unterbrochen ist. Also im Prinzip ist das quasi wie so eine Art Killswitch. Ja. Deswegen überlegt euch das. Also ich würde es nicht machen. Gut, alles klar. Nee, jetzt kann ich dann das Ganze wieder zusammenbauen. Dazu muss ich jetzt natürlich das Masterkabel wieder nach hinten führen und die beiden Kabel halt hier in den Dingenschacht. Und das ist natürlich wieder eine ziemliche Fummelarbeit. So, und das Kabel hier hinten durch. Zum Glück sind die Bohrungen hier bei der Gitarre echt groß. So. Gut, Sitz passt, wackelt. Kabel hier hinten ist auch da. Ja, dann kann ich das jetzt hier erstmal mit... Ja, ich mache es erst einmal mit zwei oder drei Schrauben wieder fest. nur für den Fall, dass ich mich beim Verlöten irgendwie vertan habe und das Ganze dann wieder auseinanderfriemeln muss, gucke ich das doch lieber jetzt. Da brauche ich nicht alle Schrauben wieder rausdrehen. Jetzt drehe ich einfach nur mal hier die wieder rein. So, dann machen wir erstmal das Massekabel hier hinten. Ich habe natürlich auch eine Abisolierzange, aber die ist wieder irgendwo in irgendeiner Werkzeugkiste ganz unten. Bis ich die rausgekramt habe, habe ich das mit dem Messer 10-mal hier gemacht. So, jetzt noch ein bisschen vertüddeln. So, hier noch ein bisschen was dran machen. Ja, ist ja gar nicht an. So, jetzt ziehen wir wieder an. Thank you.
Ja, und jetzt kann ich theoretisch einfach eigentlich... Test mal das Ganze mal. Mit dem Poti muss ich gleich noch ein bisschen Kontaktspray sprühen. Aber das Brummen ist nicht mehr so laut. Ich habe nämlich auch schon vorher mal so eine Rauschaufnahme gemacht, zu gucken, wie das jetzt vorher war und wie es jetzt ist. Und momentan klingt es doch schon ein bisschen leiser, aber das werde ich dann hinterher sehen, wenn ich die beiden Aufnahmen miteinander vergleiche. Gut, ja, dann kann ich das Ganze jetzt erstmal wieder zusammenschrauben. Ja? Okay, ist wieder alles da, wo es hingehört. Fest verschraubt. Ich habe hier schwarze Knöpfe jetzt dran gemacht, damit es auch besser passt. Für den Schalter hier hatte ich leider keinen passenden. Naja, es ist ein Cent-Artikel, kostet nicht viel. Sollte man bei Gelegenheit mal austauschen. Und die Potis sollte man vielleicht auch irgendwann mal austauschen, die sind auch nicht so besonders. Nee, aber ansonsten ist das jetzt hier eigentlich soweit fertig. Jetzt brauche ich im Prinzip nur noch den Hals wieder anschrauben, Seiten aufziehen, alles vernünftig einstellen. Ja, und dann sollte eigentlich alles vernünftig funktionieren. Ja, und dann geht's auch zurück an Bernd. Ja, aber das werde ich jetzt hier nicht mehr in diesem Video machen, weil ist auch schon spät und dunkel draußen. Und ich, deswegen machen wir das dann beim nächsten Mal. Ne? Ja, dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich wieder fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.